Video ohne Grund. Ohne Grund wieder wieder haben. Ist der vorbei? Was ist das? Nein. Aber ich hab's gesehen. Was seid ihr für Menschen? Er hat nichts gemacht. Was seid ihr für Menschen? 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 Was seid ihr für euch! Schämt euch! Wenn man auf die Polizei hinhört, muss man mit einer Gegenreaktion rechnen. Ne? Das ist aber interessant, zu sagen, über Video, da schießt die Antifa Floschen zu euch ein und ihr macht gar nichts. Habt ihr nichts gemacht? Ich glaube, das waren 20 Leute. Weil die Antifa ist der Freund der Polizei, oder was wollen Sie jetzt sagen? Da hoffe ich doch nicht. Ja, das wollen wir gerade. Ich stelle neue Worte in Frage. Sie haben ja gerade gesagt, die Antifa schmeißt eine Flasche und die Polizei macht nichts. Ja, kann Sie gerne zeigen. Wollen Sie sehen? Wahrscheinlich nicht. Ich erinnere nichts dran, ich war nicht dabei. Ich weiß ja nicht, die Beweggründe, warum nichts passiert ist. Ja, ich hätte sogar Uniform haben. Aber also der junge Mann, weiß nicht, ob ich einen Mann nennen kann, der wurde handgreiflich, wie mir gesagt wurde. Und somit hat die Polizei eingeschritten. Lassen wir das mal so stehen. Somit, der Spaß ist heute vorbei in Wien. Am 31. Jänner 2021. Wir hatten eigentlich eine Großdemonstration angekündigt. Die wurde verweigert und verwehrt und in den Abgrund getreten. Somit haben sich die Leute aber nicht unterkriegen lassen. Sie sind trotzdem gekommen. Haben sich zwischen Heldenplatz und Maria-Theresien-Platz alle angesammelt. Dann wurden, jetzt bin ich gerade beim Endresümee, richtig erraten? Ja, so wurde das dann viermal geteilt, die Menschenmenge, die sich da versammelt hatte, weil das Versammlungsgesetz es verboten hatte, laut neuen Reichskanzler Reichsgesetzen, wurde einige Menschen die Personalien aufgenommen, weil sie gegen das Versammlungsschutzgesetz verstoßen hatten. Und somit war ich auch da mitten drunter, das habt ihr gesehen. Danach, sagen wir noch anderthalb, zwei Stunden des Eingekesseltwerdens, hat sich spontan ein Spaziergang entwickelt. Damit hat die Polizei auch nicht gerechnet. Die dachte nämlich, dass sich schon alles weiträumig verflüchtigt hatte. Doch in den Nebenstraßen haben die, was noch raus konnten, vor der Einkesselung gewartet, auf das, dass sich die Eingekesselten mit denen wieder vermengen können, und dann ging der Spaziergang richtig los. Ein cooler Spaziergang. Unkoordiniert hat es sich durch die Stadt geschlängelt, mal nach links, mal nach rechts, dann wieder geradeaus durch. Und
Jetzt am Ende, habt ihr eben gesehen, gab es noch eine kleine Reiberei. Somit, ich fahre jetzt wieder heim nach Salzburg. Und war ein interessanter Tag heute in Wien. Schauen wir mal, ob wir in 2 Wochen wieder da spazieren gehen, früher oder später. Ich bin um den Daumen gepeilt, mal ganz sicher. Aber garantiert sicher, so selbst natürlich, wie es nur geht. Ah, ich darf sogar nicht nur rauchen, ich darf auch was trinken. Scheiß ORF, die dürfen nichts rauchen, nichts trinken während der Moderation. Aber Prost ORF. Und somit danke, dass alle mit dabei wart wieder bei Crypto TV heute in Wien. Und jetzt gehen wir wieder heim.